habe ich die Ehre. Habe ich die Ehre. Guten Morgen. Vierter Tag. Volkerrack. Volkerrack. Freue mich voll drauf. Absolut geil. Wir sind jetzt gerade ausgefahren, haben uns den ersten Spot gesucht, den uns der Steve Meyer so ein bisschen als Tipp gegeben hat. Ein Areal gesucht. Einmal drüber gefahren. Und Haufen voller Fisch. 8 Meter ist alles voll mit Fisch. Jetzt haben wir uns nur dazu gezwungen, dass wir noch die Ansage machen. Weil wir müssen eigentlich schon längst fischen. Also, hey, Petri, gehen wir's an. Gehen wir's an. Aus. Ersten Spot haben wir gefischt, einen kleinen Barsch, ein paar Zupfer, nichts Besonderes. Und ihr seht schon, wir sind ja zu zweit am Boot. Wir haben den Ricardo mit, von Fish and Clips, glaube ich, ist der yes, YouTube-Channel, genau. Du machst da so ein bisschen die Videos von Enrico und so. Genau, dann haben wir noch den Philipp mit von Westin Sales, Representative von Westin Deutschland. Ja, genau, zusammen mit Enrico teile ich mir Deutschland als Verkaufsgebiet. Und sind genau. Sind natürlich alle vier komplett blank an dem Gewässer, kann man so sagen. Ja. Also wir ackern uns durch und hoffen, dass wir irgendeinen Spot finden, wo es beißt. Aber ja, war schon nicht so schlecht. Viel Fisch, jetzt machen wir einen Spotwechsel und fischen mal da so eine, was ist das? Eine Mole. Ja, eine Mole. Eine Mole. Ich zeige euch das kurz. Das Ganze schaut dann so aus. Und da fahren wir jetzt mal hin. Also, Petri? Petri! Schauen wir, dass wir Petri haben. Den ganzen Tag so zart gerannt. Hei. Jeden Fisch komplett hart. Du musst da, was heißt, jeden Fisch hart kämpfen. Weil da ist, wir sind komplett über die Futterfisch. Wir wissen, wir sind auf geile Spots, fischen die Kanten. Wir wissen, dass Futterfisch da sind. Wir wissen, dass die Raben in der Nähe sind. Aber wir kriegen einfach keinen Fisch. Wir kriegen nicht einmal Biss. Den ganzen Tag haben wir jetzt insgesamt gehabt zwischen, weiß nicht, 3 und 5 Biss. Zu viert im Boot. Und jetzt, wie gesagt, haben wir zuerst eine Pause gemacht, einen Kaffee getrunken, sind dann mal ausgefahren auf einen anderen Spot. Und ja, den haben wir auch eine halbe Stunde gefischt und ich kriege einen komplett harten Biss. Nicht gehängt. War sicher ein guter Barsch. Natürlich fällt dann das dann auch, wenn man dann genau nach einer halben Stunde fischen einen Biss kriegt und den nicht verwehrt. Laffe-Geschichte, ich sag's euch, ist eine Laffe-Geschichte. Aber ja, wir geben nicht auf. Wir dann weiter und werfen weiter, was das Zeug hält. Also Petri, bis später. Das ist einer. So, um was geht's? Ja, hey. Ja, hey. Da kriegen Föhl bis ohne Ende. Ja, hey, was? Und jetzt habe ich, glaube ich, einen schönen Barsch zumindest mal. Ja, schöner Fisch. Kescher. Oh, schöner Barsch. Yes, my friend, Alter. Einer damit. Alter, Scheiße, endlich. Ja, Alter. Tod's Namen, was ist denn da los? Ich tod's Namen, das Bier ausgeschüttet. Zwei Barsche auf dem Foto. Ich dachte mir gerade so, gut, solange der noch im Kescher ist, machst du mal noch einen Wurf, dass wir zwei zum Keschern haben. Alter, wie lang ist der? Guter Fisch. Jetzt musst du Bremse aufmachen. Schaut sich einmal bitte, der Ricardo drückt gerade noch und ich habe gerade einen Monsterbarsch gefangen. Oh, wie die beißen, geil. 47er. Schau dir mal das Gerät da. 40er. Ich leg den jetzt kurz am Kescher an. Oh ja, der ist auch gut. Jawohl. Der hat knapp. 45. Mega, oder? Was sagst du? Ja, der kriegt gleich einen Zungenkuss von mir, oder? Philipp hat da auch gerade noch einen Biss gehabt. Und wenn er jetzt nicht filmen würde, der Kameramann, hätte er wahrscheinlich auch jetzt Fisch. Zwei, also 47 und 42 und, ja, oder 46. Fette Teile, hey. Setzen wir es zurück, die Burschen. Mega. Sind die geil. Alter. Machst du noch ein Foto für mich? Ich hau noch zurück jetzt. Scheiß drauf. Schöne Fische. Geil, super. Yeah. Fisch! Live-Biss, geil, großer Bart. Du hast ein Doppeltrick. Das gibt's nicht! Alter, so groß ist er nicht, aber. Meiner auch nicht. Aber nicht schlecht, glaube ich. Ja! Geil! Ja! Bei den nächsten Fischen auf jeden Fall mal für die Gruppe mal ein Video machen. Den ganzen Tag geworfen. Hier vor dem Boot. So, Leute,
Jetzt ist 21.36 Uhr, es wird finster. Wir hauen jetzt in Hurt drauf und fahren da ja, quasi im Finstern jetzt einfach heim. Und vor dem Zeidl haben wir Ehmanns ein paar so Stirnlampen geschickt. Amitec heißen die Dinger. Die sind so dermaßen geil. Wenn du das Ding auftrast, dann ist einfach einmal Taghöhe. Und das brauchen wir jetzt auch. Das ist jetzt die leichte Stufe, du kannst da wirklich noch heller werden. Du siehst einfach gute 50 Meter weit mit dem Ding. Die sind richtig geil. Akku hält ewig, das Ding hat irgendwelche Funktionen für Survival. Wenn du das auf die leichteste Stufe schaltest, dann brennt das Ding einfach 3 Wochen lang oder so. Und das ist jetzt genau das Richtige. Und das Geilste ist, das Ding funktioniert unter Wasser auch. Also, coole Geschichte, taugt mir. Ich weiß nicht, ob mir jemals wer noch sieht, wenn ich in die Kamera schaue, aber ist ein geiles Teil. Und in dem Sinn hätte ich gesagt, wir hauen jetzt einen Hut drauf, oder? War 8 Stunden lang ein Arschtag, 5 Minuten lang war er richtig geil und genau dafür gehen wir fischen. Für die 5 Minuten prügeln wir uns 8 Stunden lang in den Arsch. Also, bis morgen in der Früh, wir sehen uns. Guten Morgen. Morgen. Letzter Tag in Holland, letzter Tag am Volkerrack. Letzter Tag am Volkerrack, genau. Heute sehr windig, laut Wetterbericht. Wir werden schauen, ob es wirklich stimmt. Böen bis 50 km/h, bin ich mal gespannt, wie sowas ist. Aber das Boot ist fett genug, das passt schon. Ja. Unser Plan ist, einen Fisch fangen. Einen Fisch fangen, ja. Also? Ist er nicht hart? Ja, genau. Aber wir freuen uns ja schon über einen heute. Sicher. Würde ich sagen. Sehen wir uns gleich am Wasser, hätte bitte. Ich. Stundenlang überall gefischt, flach, tief. Da ist mir jetzt der kleine Bursch eingestiegen. Zeige ich euch kurz. Kein großer Hecht, aber immerhin einmal Fisch heute. Das ist schon mal ein Anfang. Gehen wir gleich wieder zurück. Ich zeige euch noch kurz, auf was der gebissen hat. Ich lasse ihn jetzt im Kescher hängen. Das ist so ein kleiner Fettbite. Hoppla, komplettes Rasselteil. Ich habe jetzt Jerks, Gummifisch. Zweiteilige Jerks, alles mögliche durchgefischt, Spinnerbait. Jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich den einmal fischen. 5 Wurf, den hat er jetzt wollen. Also, jetzt können wir mal Mittagessen gehen, Ruhe, hätte ich gesagt. Ja, wir fahren jetzt wieder aus, nach einem geschmeidigen Mittagessen. Und an der Stelle nochmal einen vielen Dank an Rheinlandboote, die uns das Boot zur Verfügung gestellt haben. Richtig fettes Schiff, ein Tracker. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt wieder aus und schauen mal, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch verhaften können. Wie gesagt, heute letzter Tag zum Fischen. Morgen geht es eigentlich den ganzen Tag an die Heimreise. Morgen fischen wir nicht mehr. Und da werden wir jetzt noch schauen, dass wir noch irgendwo einen Fisch da klängern, gell? Also, sehen Sie später dann. So. Jetzt ist wieder einer im Boot. Ich habe jetzt gerade gewechselt auf den 12er Bass Orange. Habe jetzt lange nicht gefischt. Jetzt ist zumindest einmal wieder der kleine Hecht da eingestiegen. Schauen wir uns kurz an. Ist drauf, so. Release. Immerhin ein Fisch. So Leute, das war's. 2 Tage Volkerrack sind zu Ende somit. 5 Tage Holland sind zu Ende. 5 Tage Holland, genau, ja. War richtig zart, aber nichtsdestotrotz, wir nehmen uns jede Menge Erfahrungen mit.
Wir haben Sachen gesehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Wir haben Sachen gesehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel, dass der Horizont einfach kein Ende hat da in Holland, weil das Ding ist so flach, du siehst einfach bis heim. Aber ja, es ist extrem, wie gesagt, es ist extrem schwer im Endeffekt. Also der Volkerak, da kannst du Sternstunden erleben und dann kann er einfach so eine scheißen. Das ist unvorstellbar. Nichtsdestotrotz sind wir unvorbereitet trotzdem nicht so extrem schlecht ausgeschieden. Du hast einen mega geilen Barsch gefangen. Wie gesagt, ich war 35er gefangen, du hast einen 47er gefangen. Wir haben heute noch zwei kleine Schusshechten gehabt. Wir waren grundsätzlich platt, technisch glaube ich nicht falsch. Wir haben aber ein gutes Gefühl gehabt. Nur ist es sich glaube ich nicht gegangen. Und ja, wir können sich viel mitnehmen für die Zukunft. Dann wollen wir wieder herkommen. Ja. Es war trotzdem geil. Wir lassen es einmal Revue passieren. Genau. Wir haben einfach verdammt viel Gewässer gefischt. Zwei Tage Maas, ein Tag Leck, zwei Tage Volkerak. Also was willst du erwarten? Du kannst auf jeden Fall, das kann ich alle mitgeben, nicht irgendwo auf Urlaub hinfahren für ein paar Tage und glauben, du fangst da nur, weil da öfter große Hechten gefangen werden. Nein, da haben wir sie definitiv getäuscht. Ja. Also ich mich zumindest. Meine Erwartungshaltung, ich meine, ich war schon viel unterwegs, ich weiß ein wenig und es ist nicht immer so, wie es in den Magazinen oder in den Videos ist. Du musst dich durchbeißen, es ist wieder heim. Die Fischdichte ist gut, aber wegen dem Beißen die Hunde noch lange nicht. Aber hey, Danny. War geil, trotzdem. Danke. Ja. War eine geile Partie. War eine geile Partie. Jetzt hätte ich gesagt, trinken wir noch ein Bier und dann gehen wir ins Bett, oder? Jetzt trinken wir noch ein Bier, dann gehen wir ins Bett. Genau, so machen wir es. Morgen fliegen wir heim. Vielleicht quatschen wir morgen noch ein wenig mit euch. Eine Nacht drüber schlafen. In diesem Sinne. Petri, geil war's. Petri nochmal. Bis bald. Bis bald.